Hallo, liebe M-Leser, liebe Zuseher. Wir haben hier für euch was Spezielles vorbereitet, nämlich zwei Pappkartons und den Sascha. Ich bin auch vorbereitet. Du bist auch vorbereitet? Yes. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Guten Tag, ja. Also ich bin es nicht. Ja. Einer von uns beiden ist vorbereitet. Profis und Nicht-Profis. Richtig. Du bist in dem Fall der Profi, ich bin nur der Kameramann und der Dummschwätzer hinter der Kamera. Genau. Der Olli. Ja, Dummschwätzen können wir falls beide. Ihr wissen wollt, wer hinter der Kamera sitzt und die dummen Sprüche abfeuert. Mhm. Aber der eigentliche Star heute ist ja... Das Heft. Das Heft. Ja. Das neue Heft. Die neue M-Games. Richtig. Der beste Tag im Monat. Halt jetzt mal dich hier im Bild. Und halt mich mal ja, du musst jetzt im, genau, du musst jetzt so richtig überrascht tun, wenn du jetzt hier die auspackst. Und da ist das gute Stück. Das gute Stück. Die Februar-Ausgabe. Genau, die Ausgabe Februar 2016. Diese Woche Freitag am Kiosk, beziehungsweise voraussichtlich Donnerstag als Abonnent in eurem Briefkasten. Mhm. Die App gibt es natürlich auch. Richtig, die App gibt es natürlich auch. Ja, was haben wir denn hier Schönes drauf? Uncharted 4 sehe ich ganz groß. Richtig. Haben wir 6 Seiten, ein exklusives Interview. Extrem viel zur Story mit den Entwicklern von Naughty Dog geplaudert. Schöne, runde Sache geworden. Mhm. Spiel hat sich zwar ein bisschen verschoben auf April, aber nichtsdestotrotz gibt es da noch einiges zu erzählen. Oder gerade deswegen gibt es noch einiges zu erzählen. Mhm. Und das ist eingebettet, Uncharted 4, in unser großes Spielspaß 2016 Special. Da sehe ich 44 Spiele zum Vormerken. Wow, das ist aber eine ganze Menge schon. Da erzählen wir auch einiges. Da erzählen wir auch einiges. Wir können ja dann einfach mal grob durchblättern. Was haben wir denn noch dran? Hier unten sehe ich Game Over, das Spiel mit dem Tod. Mhm. Von einem Sensenmann. Ja, da. The Division. Da kommen wir noch hin. Tekken 7 Resident Evil Zero HD. Das haben wir beide getestet. Genau. Und... Da ist der Wurm drin. Die Würmchen, ja. Eine Liebeserklärung an die Worms-Serie. Ich dachte an Worms. An Worms nicht, also Worms nicht ist Worms. Die Stadt, die deutsche. Ja, könnte man auch mal eine Liebeserklärung machen. Ja, könnte man auch. Aber, ja. Worms und Worms, da. Ist wahrscheinlich auch der Wurm drin in Worms. Ich weiß es nicht. Vermutlich. Dann fange ich mal an. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Das sieht so... Ja, ja. Du suchst eine Position zum Blättern. Ja, ich möchte nur, dass das hier... Also da ist ja nochmal ein Wurm, der fliegt hier mit der Rakete. Da ist nochmal ein Wurm, der Raketenwurm. Sehr gut. Ja. Wollte ich immer mal gucken, Angriff der Raketenwürmer oder wie der Film heißt. Kann man anschauen. Weiß ich nicht. Ja, doch. Der Titel deutet nicht darauf hin. Ja, ja, unser Inhalt. Mit, hier kann man es nochmal sehen. Mit mehr Uncharted. Sehr, sehr vielen Spielen, auf die wir ausblicken. Ja. Damit geht es dann natürlich auch geht's los. Geht dann auch schon los. Übrigens ein sehr, sehr geiles Artwork. Ich hoffe, dass dieses Spiel auch großartig wird. Übrigens, was ihr hier seht, ist ein Artwork zu No Man's Sky. Richtig. Auch eines dieser Spiele 2016. Ja, hoffentlich. Ja. Ja, man, doch. Man weiß es nicht. Bei diesen unendlich großen Spielen dauert es gerne mal. Ja, richtig. Dann haben wir hier, wie schon. Uncharted, du kannst ruhig ein bisschen schneller blättern, weil da ist so viel zu sehen. Da gibt es so viel Multiplayer gespielt. Und wenn man das Video dann in Slow-Mo laufen ließe, könnte man wahrscheinlich das ganze Heft lesen. Richtig. Wenn ich weiter so langsam. Wenn die Auflösung gut wäre. Ja. Ich glaube, das reicht nicht. Genau. Anspieltermin gab es jetzt auch mal zu The Division. Ist ja schon eine Weile her, dass das angekündigt wurde. Ich persönlich freue mich drauf. Und ja, wie das so ist, das lest ihr dann. Genau, also du kannst dann einfach mal überspringen. Habt ihr gesehen, Ghost Recon, genau. Legend of Zelda, Twilight Princess, HD, Far Cry Primal. Ich nehme jetzt hier Mighty Number 9. Vielleicht Mighty Number 9, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Du hast das doch hier gespielt. Ich habe es hier gespielt. Das ist ziemlich, ziemlich mega-mannig, möchte ich mal sagen. Richtig. Ging echt gut von der Hand, also steuert sich prima, sieht hübsch aus und ja, verschiebt sich jetzt aber doch nochmal. Richtig. Überraschenderweise. Einen genauen Termin konnte man uns bis Redaktionsschluss noch nicht sagen. Ja, das kam etwas überraschend, weil wir eigentlich, ne, so sagte man uns, fast fertige Version
gespielt haben. Ja, aber scheinbar gibt es doch noch Verbesserungsbedarf. Also du hast jetzt auch keine Fehler oder sonstigen Sachen entdecken können, oder? Nein, nein. Also es war doch alles rund. Das hätte ich gerne noch 2 Stunden oder 3 Stunden länger gespielt und dann den Test geschrieben. Ja. Wenn du jetzt mal einen Ausblick geben müsstest, qualitativ, kann man sich schon drauf freuen, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut bis sehr gut, würde ich jetzt mal so sagen, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Das kann man noch nicht sagen zu diesem Stück Prügelkunst, Fragezeichen, auch Prügelkunst. Auch da haben wir ein Interview. Genau. Wir waren in Tokio, oder richtig. Zumindest ein freier Autor von uns war in Tokio. Exakt. Hat dort auch Tekken 7 Automat gespielt und eben mit den 2 Verantwortlichen dafür auch gesprochen. Da haben wir nochmal Tekken, allerdings mit Pokémon. Genau. Ja, ich würde sagen, wir wollen ja nicht alles verraten. Wir lassen es mal bei dem jetzt. Mach doch mal einen größeren Sprung. Ich mache jetzt mal einen größeren Sprung. Wir haben nochmal auch zu PlayStation VR eine kleine Aufnahme. Achso, da muss ich noch, da kann ich auch euch mal da was zeigen. Kann der hier. Olli mal was Spiel sein. Des Jahres. Ja. Jetzt könntest du was nicht lesen. Classroom Aquatic. Da spielt ihr einen Delfin? Nein. Nicht? Man ist, soweit ich das verstanden habe, oder recherchieren konnte, man ist ein Mensch, der an einer Delfinschule unterrichtet. Ein Semester verbringt. Oder Schüler ist. Ah, okay, alles genau, klar. Genau. Und ja, wie der Name schon sagt, an dieser Delfinschule hat man als Klassenkameraden eben Delfine. Mhm. Und das Konzept des Spiels sieht vor, dass man bei seinen Delfin-Mitschülern die Antworten auf Fragen in Klassenarbeiten abschaut. Sehr gut. Weil man selber keinen Plan hat von den Themen in dieser Delfinschule und mit Kopfbewegung spickt man quasi oder versucht zu spicken und muss einerseits aufpassen, dass der Lehrer einen nicht erwischt, der Delfinlehrer. Ja. Das klingt so herrlich absurd. Ja, das ist, aber es sieht auch im Video schön aus. Und andererseits muss man darauf aufpassen, dass die Delfin-Mitschüler einen nicht beim Abgucken erwischen. Dass sie dir nicht die Hand abbeißen. Richtig. Zum Beispiel. Richtig. Oder einem ins Gesicht springen. Mhm. Naja. Mit der Schwanzflosse erschlagen. Mit der Schwanzflosse, genau. Ja, also dafür würde ich mir vielleicht so ein Headset kaufen. Hier haben wir einen genau, da haben wir auch sehr witzigen Mann in der Branche. Und auch einen, der das T-Shirt verrät ihn. Nicht ganz unwichtig ist. Nein. Zumindest wenn man Beat'em-ups mag. Mhm. Ja, der Yoshinori Ono. Genau. Der, ja, da kann man doch sagen, du wirst für die nächste Ausgabe Street Fighter 5 testen. Hoffentlich, ja. Ja, ich gehe davon aus, wir werden es rechtzeitig bekommen. Ja. Und ja, er hat sehr viele spannende Sachen erzählt, der Herr Ono. Nicht so sehr jetzt Street Fighter 5 betreffend, sondern eher seine Karriere, wie er zu Capcom kam. Mhm. Ein paar private Sachen. Ich fand es sehr, sehr spannend, weil es einfach mal ein bisschen wegging von dem üblichen, ja, hier... Wir haben diesen neuen Charakter drin, aus dem und dem Grund und so weiter und so fort. Ja. Hier habe ich jetzt nochmal kurz Halt gemacht, weil das im Zuge der Japan-Reise unseres freien Autos entstanden ist. Ein Lagebericht von Akihabara. Richtig. Und wie der Titel schon sagt, hat sich da über die Jahre einiges verändert. Richtig. Was so wollen wir es noch nicht verraten? Nee. Dürft ihr gerne selber lesen. Aber geht um Videospiele. Voraussichtlich. Genau. Ja. Dann haben wir hier im Check Nvidias Shield. Auch dazu nicht mehr. Dann Akte BPJM, diesmal Nightmare Creatures 2. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch. Ja, dann können wir einfach ein bisschen schneller drüber gehen. Jetzt blätter ich mal hier wieder ein paar Seiten. Da haben wir nochmal ein. Wir haben jetzt die Tests übersprungen. Genau, aber wir haben ja die Rubrik Nachspiel, das heißt, genau. Wir betrachten Spiele über einen längeren Zeitraum und berichten auch später nach der Veröffentlichung nochmal drüber. Und der Matthias ist ja ein Mario-Fan und der hat auch den Mario Maker damals besprochen im Heft. Und der hat sich jetzt mal im weltweiten Netz umgeguckt, was sind die quasi die Mario Maker, die Spiele.
so gemaked haben. Und was die interessantesten bis pfiffigsten Mario Maker Levels sind, hat er mal so ein bisschen recherchiert, ausprobiert. Achtung, Spoiler, es gibt viele. Spoiler. Alles klar. Nicht der am Auto, sondern... Ja. Wir haben natürlich noch mehr Nachspiele. Ja. Wenn du mal weiterblätterst. Fallout 4, der Siedlungsbau, wie der funktioniert, auf was ihr achten müsstet. Da kann man sich ja sehr, sehr lange damit beschäftigen. Dann 4 Seiten zu Metal Gear Solid 5 als Abschluss quasi mit einem Spezialartikel von unserem ehemaligen Kollegen Michael. Der hat die 100% voll gemacht in, Moment, jetzt muss ich hier kurz spicken, in 280 Stunden. Ja. Wann hast du das letzte Mal 280 Stunden mit einem Spiel verbracht? Hast du das überhaupt schon mal? Ich dürfte so langsam beim Witcher in diese Richtung vorstoßen. Also ich habe 210 Stunden, glaube ich, bei Bloodborne und das ist auch mein bisheriger Rekord. Ja, kann man schon hinkriegen. Also 280 Stunden sind schon echt enorm. Das ist eine Ansage, auf jeden Fall, ja. Ja, dann Download-Teil, Wertungen und so weiter. Was haben wir denn im Download-Teil drin? Wir haben Resident Evil Zero HD getestet. Richtig. HD heißt es eigentlich nicht offiziell, sondern es heißt nur Resident Evil Zero. Ja, aber es ist das Remake vom GameCube. Genau, und das ist exklusiven. Ist nochmal remastered worden. Von vor langer Zeit. Nochmal aufgehübscht worden im Vergleich zur GameCube-Version. Mhm. Die ganzen Details liest ihr im Heft. Steuerung und so weiter. Genau, so wie beim ersten Teil, der vor einigen Monaten kam. Mhm. Und ja, auch schon ganz gut ausgefallen ist. Ja, als Rausschmeißer im Heft haben wir noch ein Special. Das heißt eben Game Over oder das Spiel mit dem Tod. Mhm. Und da geht es grob darum, wie der Tod als spielerisches Mittel eingesetzt wird, warum das so gemacht wird und was das für Folgen für unser Spieler hat. Und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, natürlich, ich sage jetzt mal echte Killerspiele, also die Titel, die einen besonders schön zerlegen, wenn man dann drauf geht. Also Resident Evil 4 fällt mir zum Beispiel spontan noch ein. Mhm. Wenn du da vom Motorsägenmann erwischt wirst, Kopf ab. Richtig. Hat mich damals schon ein bisschen beeindruckt, dass das so einfach durchging. Weil das war schon sehr explizit in der Darstellung. 6 Seiten haben wir dazu. Sehr vielfältig, wie ich finde. Und sehr viel zum Schmökern. Mhm. So, Sascha, jetzt Quizfrage. Was fehlt noch? Ich komme gleich drauf. Ah! Die Abo-Ausgabe. Richtig. Guter Mann. Ja, manchmal dauert es etwas länger. Aber... Versuch das jetzt hier mal irgendwie. Ja, leg das mal drüber, mach's mal spannend. Leg das hier mal drüber. Hier mal so einen coolen Slide-Effekt. Ja. Boah. So schaut's aus. Ich sehe da The Division. Richtig. Mit einem. Also, wir bekommen ja auch immer wieder mal so ein bisschen Kritik. Mach doch mal nicht so viele Männer mit Knarren drauf, aufs Cover. Mhm. Wir haben uns diesmal allerdings bewusst dafür entschieden, weil dieser Mann mit Knarre und das umgebende Bild quasi von New York, also ich finde das extrem stylisch, muss ich sagen. Mit diesem Verlauf nach unten, also nicht dich, sondern diesen Mann. Oder hast du auch eine Knarre? Ich habe keine Knarre. Also ich gehe unten noch weiter, aber so einen schönen Verlauf habe ich nicht. Die Knarre lässt du besser drin. Ja, schon. Ja. Bleibt in der Tasche. Genau. Ja, das war's von unserer Seite. Richtig. Wir machen uns an die Arbeit. Oder das sind schon. Das nächste Heft kommt bestimmt. Das nächste Heft kommt bestimmt. Hoffentlich mit einem Street Fighter 5 Test. Ja. Von diesem Herrn hier, der sich Sascha nennt. Ja. Und viel Spaß mit dieser M-Games. Ja. Wie immer kommentieren, fragen, alles was. Genau, Facebook, unsere Webseite, leserpost@manic.de per E-Mail. Wie ihr es gerne hättet. Wir sehen uns alle Kommentare an und antworten auch auf die meisten. Ja. Richtig. Ja, das war's von uns. Ich filme hier noch einmal in die, noch mal in die Kartons Kiste rein. Unsere Abo-Ausgabe. Und
die Kiosk-Ausgabe. Das war's von uns. Sascha und Olli, over and out. Tschüss.